Ja, wir kommen jetzt aber noch zu einem anderen Thema. Das halte ich relativ kurz, weil das haben wir in einem anderen Workshop schon mal ausführlicher gemacht. Und kurz möchte ich aber trotzdem auf die rechtlichen Aspekte eingehen, vor allem bei Bildrecherche. Also eben hat Willi darüber geredet, wie ist das, wenn wir selber Bilder gestalten? Wie können wir die optimieren? Und jetzt wollen wir nochmal drüber nachdenken, wie können wir eigentlich mit fremden Bildern oder Videos arbeiten? Manchmal haben wir ja die Zeit gar nicht, alles selber zu fotografieren. Und wenn ich jetzt an Social Media oder an Webseiten denke, für einen Post, den wir auf die Website setzen, brauchen wir oft ein Bild. Im Querformat oder manchmal im Quadrat oder sogar im Hochformat. Und dafür gibt es freie Bilddatenbanken, wo man Bilder von anderen Fotografen nutzen kann. Aber da muss man ein paar Sachen beachten. Auf der einen Seite das Urheberrecht. Wenn ich als Künstler ein Werk produziere, egal ob ich ein Bild gemalt habe oder fotografiert, ob ich ein Video gedreht habe oder ob ich einen Film aufwendig mit Darstellern inszeniert habe, dann habe ich als Künstler ein Recht an meinem Werk, was ich gebaut habe. Und zwar bis 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers. Also wer vor 70 Jahren noch am Leben war, ganz egal wann das Werk entstanden ist, der hat heute immer noch Rechte daran, beziehungsweise die Erben, wenn die Person mittlerweile tot ist. Also ganz spannend wird es, C.S. Lewis wird demnächst gemeinfrei. Das heißt, alle Werke von C.S. Lewis werden demnächst frei verfügbar sein, die Bücher zumindest. Die Filme, die aus seinen Büchern gemacht wurden, da haben natürlich die Künstler, die es vor wenigen Jahren erst inszeniert haben, noch Rechte dran. Also das ist so eine Sache, wenn man Bilder benutzen möchte von, ich sage jetzt mal aus der Zeit von Luther und Co. oder Musik im Gesangbuch ist oft 500 Jahre alt, die sind gemeinfrei. Aber aktuelles Liedgut, aktuelle Bilder aus der Kirchengeschichte der Nachkriegszeit sind oft nicht gemeinfrei. Das heißt, da muss man das Urheberrecht der Fotografin oder des Fotografen beachten. Ähnlich ist es bei Personen. Da geht es allerdings nicht um 70 Jahre nach dem Tod, sondern jede Person hat ein Recht am eigenen Bild. Also wer mich fotografiert und möchte das veröffentlichen, muss mich um Erlaubnis fragen. Wenn ich Willi hier filme und möchte das hinterher ins Netz stellen, muss er mir die Erlaubnis geben, dass ich das darf. Sonst kann ich das nicht ohne weiteres machen. Deswegen haben wir gesagt, alle Teilnehmer, die hier vor Ort oder digital dabei sind, die werden nicht in dem aufgenommenen Video erscheinen, weil wir die eben nicht in die Öffentlichkeit bringen wollen, sondern nur die Referierenden, die Referenten in dem Fall, die sich damit einverstanden erklärt haben. Und das gilt auch für Gemeindefeste, für Gottesdienste, für andere Sachen. Man kann die Leute informieren, Einverständnis einholen, dann kann man sie zeigen. Wenn man das nicht hat, ist es schwierig. Und da bin ich tatsächlich dafür, zumindest auch pragmatisch immer diese Einverständnis auch einzuholen und wo es einfach möglich ist, auch zu dokumentieren, damit auch in 10 Jahren die Leute noch wissen, dass man die Einverständnis hatte. Eine Frage dazu oder zwei sogar. Okay. Vinny, kannst du mal gucken, ob du die auf festen Fokus einstellen kannst? Das haben wir extra eingebaut als Feature, dass wir hier mit der Schärfe ein bisschen spielen, um euch zu zeigen, wie wichtig es ist, eine saubere Schärfe zu setzen und dann auf feste Schärfe zu stellen. Ja, jetzt stellt Vinny gerade ein. Und das ist der Nachteil an der Automatik. Die Automatik fragt sich jetzt, ist die Leinwand wichtig oder ich, der einen Meter davor stehe? Und offensichtlich haben wir jetzt feste Schärfe? Ich habe jetzt fest, genau. Okay. Ich stelle noch mal ganz kurz, ja. Jetzt schwimmt alles weg, ja. So. So, jetzt muss... Bei mir ist es scharf. Das liegt dann an der Übertragung. Ja, die ist wirklich jetzt scharf. Okay, also das Bild hier vor Ort ist jetzt knackig scharf. Das ist tatsächlich dann das Problem bei diesen Hybrid-Schulungen. Vielleicht, ich schicke euch hinterher die Folien zu, da könnt ihr sie auf jeden Fall scharf nachlesen. Das ist der Nachteil bei Microsoft Teams. Wenn die Internetverbindung gut ist, seht ihr es scharf. Wenn sie schlecht ist, dann wird auf Köpfe optimiert und nicht auf Text. Aber irgendwo ist auch noch diese eine, also in den Kleinbildschirm, irgendwo wurden Folien sehen, und wenn du die hier
geteilte Bildschirm ist das? Anheften heißt der. Also die rechte Maustaste und dann die Funktion Anheften hilft euch auszuwählen, was ihr sehen wollt. Okay. Keine Angst, das schneiden wir hinterher raus. Wir waren gerade beim Persönlichkeitsrecht und ich mache an der Stelle einfach weiter. Menschen haben Persönlichkeitsrechte, aber auch wenn ihr Marken zeigt, also wenn ich hier jetzt ein Apple in der Hand hätte oder wenn ich hier jetzt ein Samsung-Handy zeige oder weiß gar nicht, war das ein Nikon oder eine Canon oder Lumix, Panasonic. Wenn man hier eine Panasonic-Kamera zeigt und damit eine Werbung macht oder damit zumindest bestimmte Dinge vermarktet oder zeigt, wie schön das ist, dann muss man auch aufpassen, zum einen gibt es Markenschutzrechte, also man darf nicht in jedem Kontext fremde Marken einfach benutzen, also am besten nur Sachen zeigen, wo keine Markennamen drauf sind. Und gerade wenn ihr Social Media macht, da gab es gerade jetzt das Urteil, man muss aufpassen, wenn mir, also angenommen jemand hätte mir diese Kamera geschenkt und ich mache jetzt ein Video damit und sage, wie toll diese Kamera Bilder macht, dann wird das als geldwerter Vorteil gewertet und als Werbung. Dann muss ich die in Social Media als Werbung charakterisieren, sonst kann man dafür abgemahnt werden. Wenn ihr euch all eure Technik gekauft habt und nichts geschenkt bekommen habt, dann ist das besser, aber auch dann ist es oft hilfreich, damit ihr nicht fälschlicherweise abgemahnt werdet, wenn ihr dazu sagt, das ist unbezahlte Werbung. Also ich mache Werbung, weil ich diese Marke XY toll finde, aber ich bekomme nichts dafür. Unbezahlte Werbung nennt man das. Und das darf jeder machen. Wenn ihr bezahlte Werbung macht, dann müsst ihr das klar dran schreiben. Damit, also wie eine Dauerwerbesendung bei RTL früher, damit die Leute wissen, hier gucke ich was, wo ich manipuliert werden soll. Hier macht jemand bewusst gute Miene. Und also da seid vorsichtig, wenn ihr Produkte zeigt. Und wenn ihr fremde Werke benutzt, wie gesagt, das kann man ja tun, wir kommen jetzt gleich zu Beispielen, dann referenziert sie richtig. Dann sagt, wo ihr die Quellen her habt und macht es so, wie es erlaubt ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, oder wenn wir als EKM sagen, wir machen Bilder und wir stellen die der Öffentlichkeit zur Verfügung, über ekmd.de zum Beispiel, da haben wir einen Bereich für Gemeindebriefe, wo wir Piktogramme, wo wir Bilder oder auch Pressefotos von allen relevanten Leuten der EKM, wenn wir die zur Verfügung stellen, dann dürft ihr die benutzen unter den Bedingungen, die jeweils angegeben sind. Das heißt, oft muss man den Fotografen oder die Fotografin nennen, und manchmal muss man sogar, bei der EKM nicht, aber bei anderen Geld dafür bezahlen oder man darf es nur in einem bestimmten Kontext. Beispiele für Bilder, die man kostenlos benutzen kann, sind zum Beispiel die Bildnetzwerke Pixabay und Unsplash. Pixabay hat Fotos und Animationen, Grafiken, Vektorgrafiken. Da kann man tatsächlich sehr viel Material finden, was man frei verwenden kann. Unsplash ist ein bisschen mehr im Fotobereich. Beide Plattformen haben auch Videomaterial. Wenn man also mal eine Szene sucht, einen Wald mit rauschendem Bach oder so, dann kann man das sehr gut in diesen Netzwerken suchen. Kleiner Tipp, oft muss man englische Suchbegriffe eingeben, damit es gefunden wird, weil die natürlich auf Englisch funktionieren. Und die Bilder da sind im Normalfall ohne Urheberangabe nutzbar. Das ist so ähnlich wie ein CC0, also Creative Commons, ohne dass man Urheber angeben muss. Das Einzige, was man mit diesen Bildern nicht machen darf, ist eine eigene Datenbank damit ins Netz stellen. Aber runterladen und verwenden kann man sie im Normalfall sehr gut. Steht auch immer dabei, also nutzt das gerne. Und mein Tipp ist aber, wenn ihr diese Bilder nutzt aus freien Datenbanken, schreibt euch immer in den Dateinamen oder irgendwo dazu, dass ihr es wieder findet, wo ihr sie her habt. Also welcher Nutzer hat sie in dieses Portal hochgeladen? Weil das ist mir schon mal passiert, wir hatten für eine Veranstaltung ein Foto aus dieser Datenbank genommen und hinterher hat jemand gesagt, aber das ist doch mein Foto, das dürft ihr nicht benutzen. Und dann haben wir dokumentiert, wir haben das aus dieser Quelle, da ist es als freies Foto hochgeladen. Das kann gar nicht sein, dass es von dir ist, weil da behauptet jemand, es wäre von ihm. Und in dem Moment kam raus, der Mensch, der uns ans Bein pinkeln wollte, hatte gar keine Rechte an dem Bild. Aber er hat erstmal versucht, von uns Geld zu bekommen. Und wenn wir nicht gewusst hätten, wo es herkommt, hätten wir nicht reagieren können. Also zu dokumentieren, wo haben wir es her, ist immer gut und im Notfall, wenn sich herausstellt, es war fälschlicherweise freigegeben, niemand durfte es benutzen, müssen wir es halt wieder löschen, wenn wir es auf einer Website benutzt haben.
Also da muss man die Größe haben und dafür ist es immer wichtig, auch bei freien Bildern zu dokumentieren, wie die Rechtslage ist. Eine Darf man noch eine Zwischenfrage stellen? Ja, eine Frage dazu? Genau, das ist ja das, was ich oben gesagt habe bei der Werbung. Frage, wie ist das im pragmatisch-kirchlichen Bereich? Wo muss man wirklich rechtssicher sein und was kann man vielleicht doch ein bisschen einfacher halten? Das ist tatsächlich nicht leicht zu beantworten, so in einem Satz. Wir haben dafür bei der letzten Social-Media-Schulung schon ein bisschen ausführlicher geredet, aber grob zusammengefasst würde ich sagen, mein Tipp ist, wenn du Leute zeigst, die deutlich erkennbar sind, dann hol dir ein Einverständnis. Auf der einen Seite ist das recht sicher, alles andere maximal Grauzone. Also diese Regel, wenn 7 Personen zusammenkommen, dann darf man alles, ist falsch. Das ist ein Urban Legend, das wird immer wieder zitiert. Es ist nicht ganz unwahr, wenn jemand Beiwerk ist, dann kann man argumentieren, damit darf man ihn zeigen. Also ich zeige den Kölner Dom, davor stehen Touristen, dann darf ich die Touristen zeigen, weil es deutlich ist, es geht hier um den Kölner Dom. Wenn aber das Pärchen vom Kölner Dom knutscht und die sind scharf, der Dom ist unscharf, dann kann ich nicht mehr sagen, der Dom war mein Ziel und das Pärchen Beiwerk, sondern dann ist klar, ich wollte dieses romantische Pärchen ablichten. Und in dem Moment muss ich definitiv ein Einverständnis haben, egal wie viele Menschen da sind. Bei einer Demonstration kann man argumentieren, die wollen doch gesehen werden, bei Straßenkünstlern, bei Menschen auf einer Bühne. Da hat man juristisch viele gute Argumente. Aber auch da kann es sein, dass bestimmte Dinge die Privatsphäre betreffen und damit nicht mehr allgemein erlaubt sind. Also mein Tipp ist, holt euch immer ein Einverständnis, wenn ihr Menschen veröffentlichen wollt. Auf der einen Seite, um juristisch sauber zu sein, aber viel wichtiger, um damit gutes Marketing zu machen. Wenn ich sage, ich filme Winnie, wie er gerade ein Eis isst, und dann frage ich, du, darf ich das benutzen für unsere Öffentlichkeitsarbeit, cooles Instagram-Foto, und er sagt ja, dann wird er morgen unseren Instagram-Kanal abonnieren, wird sich das Foto angucken, wird seinen Freunden sagen, guck mal, wie geil, die Kirche zeigt mich beim Eisessen, ich bin jetzt ein Churchy. Vielleicht. Wenn ich ihn aber nicht frage, und ich nutze das Foto, weil da sind noch 20 andere Leute, aber er ist deutlich zu sehen. Und morgen Abend wird ein Freund ihn beim Skatspielen ansprechen, weißt du eigentlich, dass die Kirche Werbung mit dir macht? Dann wird er sagen, was? Nee, weiß ich nicht. Die Kirche ist ja doof. Die missbrauchen mich als Werbeikone. Das heißt, zwei Situationen, ganz egal wie es rechtlich ist, habe ich marketingtechnisch die Sache einmal positiv genutzt und einmal einen Shitstorm von ihm bekommen. Und dann ist es mir doch tausendmal lieber, ich habe ihn gefragt, guck mal hier, schönes Foto, wie du Eis isst, dürfen wir das auf Instagram posten? Und in 80% werden die Leute sagen, ja klar, könnt ihr machen. Und damit haben wir Menschen gewonnen. Und das ist mir viel wichtiger für kirchliche Arbeit, Menschen zu gewinnen, mit Menschen zusammen Social Media zu machen, als zu sagen, aber ich habe ein Recht und dafür ist mir egal, was du denkst. Also als Kirche und auch als soziale Organisation, finde ich, müssen wir immer die Menschen gewinnen, die Menschen mitnehmen. Nur dann machen wir gute Social-Media-Arbeit. Und wenn wir dabei auch noch rechtssicher sind, umso besser. Also bei Veranstaltungen, Gottesdienste sind ja auch Veranstaltungen oder Konzerte, Sommerfeste, ist es auch so, dass die Menschen natürlich ein Recht am eigenen Bild haben. Erster Schritt ist schon mal deutlich hinzuweisen, Schild am Eingang, in der Moderation darauf hinweisen, wir filmen oder fotografieren für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wer das nicht möchte, bitte teilt uns das mit. Ganz wichtiger erster Schritt.
Aber ich würde trotzdem sagen, wenn jemand deutlich zu sehen ist, sprecht sie an, so wie ich eben argumentiert habe, damit die Leute zu Multiplikatoren werden. Und es kann ja sein, dass jemand es nicht gemerkt hat, dass man fotografiert wird und nicht gezeigt werden möchte. Das kann sein, der Asylant, der eigentlich aus einem muslimischen Land kommt und der Angst um seine Familie hat, wenn er hier jetzt bei einer Kirche fotografiert wird. Es kann sein, der Mensch, der eigentlich krankgeschrieben ist, aber gerne bei dem Konzert sein möchte und den Job verliert, weil jemand sieht, dass er bei dem Konzert war. Also es gibt genug Gründe, warum Leute nicht gefilmt werden wollen. Und stell dir vor, jemand kommt zu einem kirchlichen Event, hat hinterher ernsthafte Probleme, der kommt nicht wieder. Stell dir vor, du hast ihn einmal mehr gefragt und er fühlt sich wertgeschätzt. Egal, ob er Ja oder Nein sagt, dann hast du ihn gewonnen. Also mein Tipp, frag lieber einmal mehr als einmal weniger. Das ist interessant. Ich möchte auch ganz kurz noch was dazu sagen, weil wir haben genauso mit diesem Problem zu tun. Und uns geht es auch nicht leicht damit. Also selbst für uns als die, die das täglich machen, ist die Sache nicht einfach klar und du musst einfach nur den und den Workflow behalten und dann ist alles safe. Sondern für uns ist es eigentlich auch ganz wichtig, wenn wir jetzt die Filmemacher sind und eine Veranstaltung für Veranstalter X filmen, müssen wir eigentlich darauf hoffen, dass der Veranstalter seinem Publikum am Anfang der Veranstaltung klar macht, wir nehmen das hier auf, über ein Schild, vielleicht auch über eine ganz kurze Ansage, da werden wir ganz kurz vorgestellt, dann machen wir kurz so, hallo, hinter der Kamera und dann war es das schon wieder. Das geht ganz schnell und das tut niemandem weh. Und wenn alle informiert sind, ist die Sache meistens damit auch komplett klar und gegessen. Man braucht dann nicht von allen Unterschriften etc., sondern einfach kurz, die Info muss jeder erreichen und wenn das getan ist, ist alles gut. Und dann möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Rechtlich ist es so, dass man auch nach der Veranstaltung, wenn man sein Go gegeben hat und feststellt, oh, der Film ist in einem Kontext, auf den komme ich nicht klar, kann ich mein Go wieder zurücknehmen. Das heißt, auch eine Unterschrift auf dem Zettel ist keine Garantie für eine Veröffentlichung bis zum jüngsten Tag, sondern das ist erstmal sozusagen in einfach nur ein kommunikativer Schritt sozusagen. Also man muss sozusagen, es geht um Fair Play auf beiden Seiten. Genau. Fair Play auf beiden Seiten ist ein gutes Stichwort. Also kommt mit den Leuten ins Gespräch, wir machen Öffentlichkeitsarbeit und da ist es immer gut, miteinander unterwegs zu sein. Wenn wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, also Pixabay, Unsplash waren die ganz freien Netzwerke, wo man sich bedienen kann, wo man übrigens auch selber was beitragen kann. Wenn ihr 100 Bilder im Urlaub geschossen habt, an denen ihr alle Rechte habt, könnt ihr die auch da hochladen, damit andere sie nutzen können. Oder wenn ihr im kirchlichen Bereich unterwegs seid, dann könnt ihr sie bei Fundus hochladen. Unter fundus.media findet ihr im Internet eine Datenbank, die haben die evangelischen Kirchen aufgebaut, vor gar nicht allzu langer Zeit. Da gibt es viele Bilder, die im kirchlichen Kontext nutzbar sind. Zu Taufe, zu Abendmahl, zu Reformationstag, zum Advent, zu Themen, die außerhalb der Kirche vielleicht nicht so interessant sind, aber vor allem für kirchliche Öffentlichkeitsarbeit gut sind. Da ist die Grundlage, wenn ihr Bilder hochladen wollt, wo Menschen drauf sind, da will Fundus ein schriftliches Einverständnis haben, einfach um sicher zu gehen. Und damit wisst ihr, wenn ihr da Bilder runterholt, dass alles, was in Fundus ist, safe ist, um es im kirchlichen Bereich zu benutzen. Gleichzeitig sagen die aber auch, da soll man dazu schreiben, dieses Bild hat Peter Müller, wie auch immer, hochgeladen oder gemacht. Er ist der Fotograf und es ist ein Bild von Fundus. Also wenn ihr das als Quellenangabe dazu stellt, könnt ihr alle Bilder, die ihr bei Fundus findet, für eure kirchliche Öffentlichkeitsarbeit benutzen. Und ein letztes noch, weil das gerade für die WKM auch aktuell ist, wenn ihr Bilder von Wikipedia benutzt oder von anderen Netzwerken mit der Regelung CC BY, Creative Commons mit Autorennennung. Dann ist, also Creative Commons kann ich jetzt nicht in der Gänze erklären, aber ist eigentlich eine schöne Sache, weil man da freie Lizenzen vergibt. Man lädt etwas ins Netz, wo man will, dass andere es benutzen. Aber der Haken bei Creative Commons mit Namensnennung ist, man muss zum einen den Namen desjenigen, der es veröffentlicht hat, dazu schreiben und die Lizenz, unter der es veröffentlicht ist, also den Link zu der Creative Commons Angabe. Das ist ein bisschen tricky und da hatten wir bei der EKM gerade ein bisschen Probleme, weil jemand Kirchenbilder von Wikipedia benutzt hat
Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir wollen überall, wo wir Wikipedia-Bilder benutzen, im Rahmen der EKM ganz saubere Quellenangaben haben. Dazu haben wir eine Webseite ins Netz gestellt, ekmd.de/wiki-copyright-ekm. Also wenn ich euch die Folien zuschicke, klickt da gerne mal drauf oder tippt sie ein, wiki-copyright-ekm an unsere URL drangehängt. Und da gibt es nochmal ganz detaillierte technische Informationen, falls ihr betroffen seid, wenn ihr Wikipedia-Bilder irgendwo im Web benutzt. Ich finde es ein bisschen nervig, so lange Texte und Links eintragen zu müssen, aber so sind die Lizenzen. Und wenn wir diese Bilder unter diesen Lizenzen benutzen, dann müssen wir uns damit abfinden.